Franziska Quadri ist Tetraplegikerin. Aus eigener Kraft kann sie nur noch ihren Kopf bewegen. Eigentlich ist mein Körper einfach ein brennend stechender Schmerz. Also vor allem die Hände und die Arme, aber inzwischen tut man eigentlich auch die Beine und den ganzen Körper spüre. Und das ist einfach ein Schmerz. Ich kann nicht aufgeben. Ich bin ein lebensfroher Mensch. Und ja, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich will jetzt die Verletzung und ich habe so starke Schmerzen und ich will jetzt nicht mehr leben. Das geht nicht. Wie lebt man, wenn der eigene Körper ein schmerzendes Gefängnis ist? Davon handelt dieser Film. Der Eintritt in Franziska Quadris Welt mutet gespenstisch an. Die Türen ihrer Wohnung in Zürich-Wipkingen öffnen sich dem Besucher wie von Geisterhand. Franziska kann sie von ihrem Bett aus mit einer Bewegung des Mundes öffnen. Ziehst du mich gescheiter rüber auf die andere Seite? Ja. Schnell. Deine Hüfte und Knie zuerst. Okay. Und dann kannst du wieder drehen. Zieh mich noch ein bisschen hinter an der Hüfte. Mhm. Hast du ziemlich ein Stück hinterher. Trotz ihrer schweren Behinderung lebt Franziska Quadri nicht in einem Heim, sondern in einer Mietwohnung in Zürich. Die Nächte verbringt sie regungslos und allein. Am frühen Morgen und am Abend wird sie von der Spitex gepflegt. Für die Betreuung am Tag hat Franziska Quadri zwei Assistentinnen angestellt. Was aussieht wie gewollte Bewegungen, sind Muskelverkrampfungen. Ja, weißt du was, ich glaube, versuch es mal. Ich glaube, du kannst es gar nicht beugen, es ist so steif. Ja, so ist super. Was sind das jetzt für Zuckungen? Ja, das sind Spastiken. Das sind so Fehlinformationen. Mein Hirn kann halt die Berührungen irgendwie nicht wirklich verarbeiten. Und dann reagiert mein Körper mit so Krämpfen. Das ist extrem schmerzhaft wahrscheinlich. Ja, sehr schmerzhaft. Vor allem in Kombination mit den neuropathischen Schmerzen, die ich habe, ist das ziemlich... Oh, du musst mir erst gut alles zudecken. Ist das in Kombination mit den neuropathischen Schmerzen ist das wirklich sehr schlimm. Und vor allem, wenn ich lange in der gleichen Position gelegen bin und dann gedreht wird, dann ist es am schlimmsten. Also am Morgen früh nach dem Aufwachen oder jetzt, wenn ich 2-3 Stunden in der gleichen Position war, dann sind die Krämpfe noch viel extremer. Wird die Spastik zu heftig, bringt ein Joint vorübergehend etwas Erleichterung. Franziska Quadri ist Präsidentin des Medical Cannabis Club Zürich und setzt sich dafür ein, dass Kranke und Behinderte Cannabis legal konsumieren und in geprüfter Qualität beziehen können. Ich nehme ja vor allem auch noch so Cannabis-Tropfen. Und in Kombination mit dem Rauchen schaffe ich es wenigstens, den Tag irgendwie zu überstehen. Ich muss noch mal anzünden. Aber Sie machen da etwas Illegales, oder? Ich mache da etwas Illegales. Also nein, ich muss so sagen, Cannabis-Tropfen, die habe ich mit einem Spezialrezept von der Swiss Medic über den Arzt. Der muss alle halbe Jahr einen Bericht schreiben. Und
Das komme ich legal über, aber das, was ich rauche, das muss ich mir illegal besorgen. Ich nehme jetzt heute noch Spastikmedikamente, das ist etwas, was die Muskulatur entspannt. Und ich habe früher auch Schmerzmittel bekommen, aber das hat einfach nicht geholfen. Also ich kann auch Morphium nehmen, das bringt gar nichts gegen den Schmerz, den ich habe. Ja, und habe einfach gemerkt, dass mir das nicht gut tut, dass das mein System stört. Heute bin ich eigentlich stolz darauf, dass ich es mehr oder weniger mit dem Cannabis lösen kann, weil es geht mir viel besser, ich bin viel klarer im Kopf, ich bin weniger müde. Und das ist schon ein riesen Vorteil. Franziska Quadri ist 40 Jahre alt. Als sie noch gehen konnte, arbeitete sie als Werberin. Sie hatte eine Beziehung, reiste viel, machte Sport und ging auf Partys. Seitdem sie vor knapp 7 Jahren mit dem Gleitschirm verunfallt ist, dominiert der Schmerz ihr Leben. Das ist gut. Die Lähmung, der ganze Rollstuhl, das ist eigentlich mein kleinstes Problem. Ich leide unter diesen massiven chronischen Schmerzen, die ich habe. Mit allem anderen kann man sich irgendwie arrangieren. Und eben auch wenn man im Rollstuhl sitzt, man hat noch sehr viele Möglichkeiten, man kann immer noch viel machen. Aber die Schmerzen mit den Schmerzen zusammen in Kombination ist es wirklich jeden Tag einfach nur ein harter Kampf. Ihren linken Arm kann Franziska Quadri noch schwach bewegen. Hebt man ihn an und hält sein Gewicht, malt sie solche Bilder. Es geschah am 17. Mai 2009. Beim Starten riss eine Windböe Franziskas Gleitschirm ein paar Meter in die Höhe. Darauf stolperte sie und stürzte kopfüber auf eine Wiese. Beim Aufprall brach ihre Halswirbelsäule. Ich glaube, ganz am Anfang habe ich nur gebrüllt. Also bin ich einfach nur tot traurig gewesen. Und nachher wechselte das irgendwo in eine Wut. In eine Wut gegen sich, in eine Wut gegen die anderen. Irgendwann wird es dann zur Eifersucht, oder? Weil andere können es noch, du kannst es nicht mehr. Es sind wirklich so verschiedene Gefühlsebenen, wo man da durchgeht. Und heute ist es so, dass ich... Nein, ich glaube, ich ärgere mich nicht mehr darüber. Also, ich glaube, ich muss das wirklich einfach hinter mir lassen und es jetzt so annehmen, wie es ist. Sonst mache ich mir wirklich keinen Gefallen. Besonders schlimm sind ihre Schmerzen im kalten und feuchten Schweizer Winter. Aber Franziska hat einen Plan. In der Hoffnung auf Linderung fliegt sie für 2 Monate in die Wärme der Kanaren. Teneriffa. Franziska hat im Süden der Insel eine rollstuhlgängige Finca gemietet. Es ist Mitte Februar und Franziska lebt jetzt schon einen ganzen Monat in der Sonne. Ihre Eltern und ihre persönliche Assistentin begleiten sie. Für 2 Wochen ist auch ihre Schwester Andrea angereist, zusammen mit einer Freundin. Aha. Damit Franziska die Insel erkunden kann, sind ihre Eltern in Franziskas behindertengerecht umgebautem Kleinbus vorausgefahren. In der Schweiz fährt Franziska nur Auto, wenn es anders nicht geht. Zu heftig sind die Schmerzen, welche die Erschütterungen verursachen. Sie war unternehmenslustig, sie kommt von sich aus selber, dass wir etwas anschauen gehen. Wenn wir am Nachmittag zu Hause sind, dann gehen wir nicht jetzt einmal fort. Und ja, also sie macht mehr als zu Hause. Zu Hause haben wir ein bisschen Mühe mit ihr, dass sie nicht fort will gehen. Ja, da ist es eigentlich ganz anders. Ja, ja, ich habe einfach viel mehr Energie, habe ich das Gefühl. Ich bin weniger müde und da habe ich wirklich am Morgen um 9 Uhr schon den richtigen Tatendrang. Und das kenne ich eigentlich nicht von daheim. Ziel des Ausflugs, der Pico del Teide. Francesco Quadri und Assistentin Therese Botros teilen sich die Aufgabe, Franziska in die Seilbahn zu bringen.
Für ihr weitgehend selbstständiges Leben zahlt Franziska Quadri einen hohen Preis. Die Löhne ihrer zwei Assistentinnen zahlt sie aus ihrer eigenen Tasche mit ihrer Rente. Krankenkasse und Unfallversicherung übernehmen lediglich die Dienste der Spitex. Weil sie sich die Unterstützung durch ihre Assistentinnen nur an 6 Tagen pro Woche leisten kann, müssen die Sonntage und die Ferien der Assistentinnen von den Eltern abgedeckt werden. In der Schweiz ist Franziska Quadri am liebsten zu Hause und empfängt dort ihren großen Freundeskreis. Ihre Wohnung verlässt sie meist nur für Arztbesuche und Therapien. Auch in den Ferien war sie seit ihrem Unfall noch nie. In den 4 Wochen auf Teneriffa habe sie mehr unternommen und erlebt als in den ganzen langen Jahren seit dem Unfall, sagt Franziska. Ich bin auch mal fast ein bisschen geflasht von all diesen Inputs, die ich hier habe. Weil eben zu Hause habe ich das auch so viele Leute, das bin ich mir gar nicht mehr gewöhnt. Ich bin auch mal nur ein bisschen am Umschauen und am Staunen. Ja, ich finde das mega, ich geniesse es mega. Aber es sieht jetzt sehr beschwerlich aus für sie, also nicht noch einmal so ein Vergnügen. Ja, es ist halt, sobald es kalt ist, tut es mich total verkrampfen. Achtung, Papi, ich habe da meine Finger in deiner Tasche. Dann fängt es mich an, völlig verkrampfen und dann kann ich fast nicht mehr sitzen. Und ja, es ist jetzt schon nicht so angenehm, aber diese Aussicht entschädigt eigentlich für die Strapazen. Weißt du, auf meiner Augenhöhe ist genau das Geländer. Kannst du noch ein bisschen runter? Ja. Das ist cool. Dort hinten siehst du Gran Canaria, schau. Wow, schau mal, so cool. In Zürich übernehmen Franziskas pensionierte Eltern jedes Wochenende ihre Betreuung. Und auch hier auf Teneriffa unterstützen sie ihre Tochter bedingungslos. Hast du Geld? Nein. Ja, musst du einfach gleich wieder Cash zahlen. Ja. Und wie viel Gras hat es denn noch, Mami? Ja, also vielleicht müsste ich... Es hat jetzt schon noch... Zeig mal. Ich müsste vielleicht schon gerade noch mal haben, oder? Für eine Woche vielleicht noch. Ja, dann nimm doch auch gerade noch mal. Dann müssen wir nachher nicht noch mal gehen, vielleicht. Das hätten sie sich früher wahrscheinlich auch nicht träumen, dass sie mal Joints füllen würden. Joints füllen für eine meiner Töchter, ja genau. Und ich noch immer erzählt habe, was das für ein Teufelszeug ist. Aber ja, sie kann es nicht selber und dann machen wir das eben. Ich habe selber noch nie einen geraucht. Aber ich muss es dann vielleicht gleich irgendwann einmal noch probieren. Wer weiß. In Spanien ist den Einheimischen der Besitz von Cannabis für den persönlichen Gebrauch erlaubt. Touristen wie die Quadris allerdings bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone. Ich sehe einfach die Wirkung von dem Cannabis bei der eigenen Tochter und habe jetzt auch schon einiges darüber gelesen. Und muss sagen, ja, warum nicht? Für Leute, die es brauchen, für medizinische oder sonst Sachen. Aber sicher nicht irgendwie für einen schönen Abend machen oder weiss nicht was. Und so kommt es, dass der erklärte Drogengegner Francesco Quadri für seine Tochter in einem der diversen Cannabis-Clubs der Insel auf Einkaufstour geht. Die Finca der Quadris liegt mitten in einer Bananenplantage und ist rollstuhlgängig. Ein kleines Stück Freiheit für Tetraplegikerin Franziska. Es ist halt schon lässig, wenn ich dann mal irgendetwas allein machen kann und dann mal niemand bei mir habe. Aber das Risiko besteht halt immer, dass ich dann irgendwie nicht mehr weiterkomme und niemand mir helfen kann. Aber da würde ja immer irgendjemand durchlaufen. Früher oder später. Der Besitzer der Ferienhausanlage ist ein Freund von Franziska und ebenfalls Tetraplegiker.
Darum kommt sie vor Ort beinahe jeden Tag in den Genuss von Therapien, wie sie sie in der Schweiz nicht kennt. Und weil 1,5 Stunden Physiotherapie mit 2 Therapeuten hier gerade mal 85 Euro kosten, kann sie sich dieses Training auch viel öfter leisten als zu Hause. Es ist eben auch lässig, dass die also dass der Arm gleich braucht. Gleich brauchen, obwohl ich nicht nur wenig Funktion habe. Und das macht irgendwie, das ist wirklich cool. Also die schenken denen nichts? Nein, sie schenken mir gar nichts. Aber ich würde es auch nicht. Vale, para adelante. Sehen Sie sich das erste Mal wieder stehen? Ja, also wir haben bis anhin haben wir immer eine andere Raumtherapie gemacht. Und dort hat es einen Spiegel gehabt, dort konnte ich schon auch schauen. Aber jetzt also von der Seite habe ich mich noch nie gesehen. Das ist mega cool. Wie fühlt es sich an, zu stehen? Ja, es ist ein unglaubliches Gefühl. Also einfach auch wieder mal den Kopf so können heben, ohne dass er irgendwo anlehnt. Und das ist extrem angenehm. Ja. Ich habe mega Freude. Ich kann auch mal nicht mehr aufhören zu grinsen, wenn ich da mit Ihnen am Arbeiten bin. Ihr Unfall hat Franziskas ganzes Umfeld verändert. So auch ihre jüngere Schwester Andrea. Ich habe mir geschworen, nachdem das passiert ist mit der Franzi, dass ja, kein Moment mehr gibt in meinem Leben, wo ich nicht geniesse, weil ja, ich denke, ich kann aufstehen morgen, ich kann jederzeit machen, was ich will. Hat man eigentlich nicht auch ein schlechtes Gewissen, wenn man eben noch geniessen kann und die eigene Schwester nicht? Ja, das ist ganz ein großes Thema gewesen, vor allem am Anfang, sich selber das wieder zu erlauben, sein eigenes Leben zu geniessen. Ja. Das hat mir recht lang gebraucht, bis ich das wieder konnte. Aber ich habe es gelernt und ich glaube, ich kann auch der Franzi die grösste Freude machen, wenn ich es mache. Mit Therapien kann Franziska wohl ihre Muskeln stärken, ihre Arme und Beine wird sie dennoch nie mehr wirklich bewegen können. In den letzten Jahren ist zwar immer mehr Gefühl in die gelähmten Gliedmassen zurückgekehrt, dadurch sind aber ihre neuropathischen Schmerzen heftiger geworden. Franziska hat mir einmal gesagt, zu der ersten Zeit nach dem Unfall hat sie sich immer gefragt, oh, wäre es nicht gescheiter gewesen, wenn wir sie gar nicht gerettet hätten. Sind ihnen so Gedanken auch schon mal durch den Kopf gegangen? Also nicht direkt nach dem Unfall. Da war mir einfach froh, dass sie noch da ist. Aber wenn man dann immer zuschauen muss, wie sie leidet, dann frage ich mich manchmal, wäre es für sie nicht dringender gewesen. Aber sie ist hochintelligent. Und dass sie im Kopf noch voll da ist, ist für uns natürlich wahnsinnig schön. Ich habe mir aber eben auch schon überlegt, wenn sie vielleicht nicht mehr so voll da wäre, wäre es für sie vielleicht einfacher. Aber also, wir sind einfach glücklich, dass wir sie noch haben. Und versuchen, ihr zu helfen, ihrem Sinn, ihrem Leben einen Sinn zu geben. Ja. It's coming now. Ja, also Wasser gehe ich extrem gern, weil der Körper fühlt sich halt viel weniger schwer an und gelähmt im Wasser. Das macht mir mega Spass. Versöhnt sie das auch ein bisschen mit ihrem Körper wieder? Ja, also zu meinem Körper ist schon eher ein gestörtes Verhältnis. Wenn ich so meine gelähmten Beine sehe oder meine gelähmten Arme, finde ich das also zum Teil schon eher ein bisschen abstoßend. Aber ja, es gehört jetzt halt dazu. Es ist jetzt halt so, ich kann es nicht ändern. Und ich lasse mich jetzt wegen dem nicht irgendwie verrückt machen. Das milde Klima der Kanaren hat seine Wirkung auf Franziska Quadri nicht verfehlt.
In der Finca werden Auswanderungspläne geschmiedet. Das ist ein Steiger drin. Ja, aber ich meine, weißt, wenn ich ja unten ein Zimmer habe, ich muss ja nicht in den oberen Stock. Das ist mir dann eigentlich egal, oder? Sie ist ihnen ernst. Sie schauen wirklich nach Häusern um. Ja, also wir schauen jetzt einfach mal schauen, was es so für Möglichkeiten hat, was dann so etwas überhaupt kosten würde. Aber ich merke einfach, wie gut es mir da geht. Und eben, ich habe jetzt auch so Freude an diesen Therapien. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt das mal wirklich einen Winter lang würde intensiv machen, dass es mir nachher vermutlich schon einiges besser würde gehen. Und jetzt schauen wir mal. Ein bisschen träumen dürfen wir ja mal zwischendrin. Die Insel hat Franziska verändert. In all dem Schmerz kommt eine neue, zarte Zuversicht. Ich fühle mich irgendwie schon ein bisschen anders. Wieder ein bisschen mehr so, wie ich früher war. Nicht mehr so, ja, so ziellos. Oder früher, also so eine Weile lang habe ich wirklich einfach so den Tag genommen, wie er gekommen ist und mir nicht gross Gedanken gemacht. Und jetzt ist es schon wieder ein bisschen anders geworden. Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen, dass ich wieder irgendwie im Leben angekommen bin. Ich habe mich jetzt mit der Situation und allem irgendwo so zurechtgefunden, dass ich wirklich wieder einen Schritt weitergehen kann und vielleicht doch noch irgendwelche Träume verwirklichen kann.